you just wanna dream of sin. Sickness floating in our veins. Players in a spotlight game. Servus und hallo, ich bin der Monty, ihr seid bei Brettspiel Live. Und zwar, wenn es gut läuft, zum dritten Mal am heutigen Samstag. Wahnsinn. Ja, ich mache das Triple heute voll. Geht aber auch relativ einfach, weil es heute drei kleine, entspannend schöne Spielchen sind. Zumindest zwei davon waren schon schön und entspannend. Das dritte wird sich jetzt rausstellen. Also schön ist es auf jeden Fall schon mal. Ihr seht hier Armonia im Hintergrund schon, das Cover. Das sieht schon knuffig aus. Wer hat es vorhin gesagt? Kerstin oder so? Irgendjemand hat gesagt, das ist knuffig. Ja, Kerstin war es. Armonia sieht knuffig aus. Genau, dem stimme ich zu 100% zu. Was hatten wir heute schon alles? Dürft ihr euch natürlich gerne dann bei YouTube noch im Nachgang anschauen. Mintworks. Ein Worker Placement, steck's in die Tasche und spieß überall geiles Spielchen. Mint Delivery, ich schließe mich an. Schwerpunkt nicht Worker Placement, sondern diesmal Pick and Deliver. Aber genauso, klein und ab in die Tasche, perfekt. Genau, und Chris sagt's, aller guten Dinge sind in dem Fall jetzt drei. Hier liegt das nächste, Armonia, Teil 3 dieses heutigen Tages. Armonia. Wer ein bisschen aufmerksam ist und sich ein bisschen auskennt in der Spielewelt, wird sich sagen, irgendwie, das sieht aus, als ob, könnte, ja, doch, irgendwie, ja, genau, so ist es. Wir befinden uns im, wie sagt man so schön, Universum von Sagani. Uwe Rosenberg, der ja der Autor von Sagani ist, ist auch der Autor von Armonia und es gab quasi in Sagani, wenn man so möchte, eine ungeklärte Frage. Oder auch nicht. Je nachdem, ob man sich die Frage gestellt hat. Wo kommen die harmonischen Melodien her, na, die in den Klangscheiben geschmiedet werden, um die Naturgeister zu wecken? Und darum geht's jetzt und hier in Armonia. Einem, ich würde sagen, süßen, aber kniffligen, wir werden es gleich sehen, Familienspiel. Das, ich mache mal die Info-Einblendung, von Skelly Games herausgebracht wird. Uwe Rosenberg ist der Autor. 1 bis 4 Spiele ab 8 Jahren, also 45 Minuten, klares Familienspiel. Auch von der Schwierigkeit her würde ich so einschätzen. Süß, knuffig und diesmal bisschen anders einsortiert, wir bauen nicht irgendwie was auf, nehmen Plättchen, puzzeln sie, nee, diesmal sind wir würfelgetriggert, es ist ein Würfelspiel, aber sicherlich nicht weniger knifflig als die bisher von ihm bekannten Puzzlespielchen. Ja, ich würde sagen, ich schalte einfach um, oder? Seht ihr auch so? Machen wir gleich. Schalten wir einfach mal um. So, da wären wir. Ich muss jetzt noch einrichten, ganz klar. Also wir brauchen Würfel. Ich gehe mit der Kamera wieder etwas runter, weil... seht ihr die Würfel noch, wenn ich das so mache? Ach, so ist okay, oder? Oder so schräg. Machen wir es so. So, hier sind wir zu Hause.
Das ist der Spielaufbau. Und ähnlich wie wir es vorhin auch bei den beiden kleinen Spielchen Mint Works und Mint Delivery hatten, brauchen wir nicht wirklich viel Platz. Denn auch wenn wir mit mehr als Solo spielen, wir haben hier noch, ich zeige euch die anderen Farben, die zur Verfügung stehen, selbst wenn wir zu viert spielen, man braucht selbst keine große Auslage. Denn es ist, wenn man so möchte, ein Wettrennen. Der Spieler, der zuerst... Nee, wir machen es anders. Sonst vergesse ich das wieder. Intermission. Regelcheck. Ich vergesse es immer gerne. Es ist echt verrückt, aber es hilft ja. Es hilft mir nachher, die Timestamps einzufügen beim Spiel, um diejenigen quasi mit abzuholen, die sich nicht den kompletten Stream von 5 Stunden anschauen wollen, sondern die vielleicht nur das Fazit interessiert. Und über die Timestamps, die ich in die Videobeschreibung steckt, klickt ihr drauf und kommt sofort zum Fazit. Deswegen mache ich den Spaß hier. Also jetzt Regelcheck. Genau, das ist der Aufbau. Wir haben einmal das Würfelmusterbrett. Wir haben den Spielplan mit den 6 verschiedenen Landschaften und wir haben die Musterplättchen. Die Musterplättchen, da gibt es noch 4 weitere. Die werden gemischt und jeweils 2 pro Landschaft verdeckt ausgelegt. Die 4 übrigen wandern dann in die Schachtel zurück. Die Schachtel ist nicht groß, ich zeige es euch hier mal. Also wenn man meine Hand kennt, ich habe keine Klodeckelhände, ich habe völlig normale Hände. Die ist richtig süß, klein, toll bedruckt. Ein schönes Spiel, optisch schönes Spiel. Schauen wir mal, wie sich spielt dann im nachfolgenden Let's Play. Also was haben wir noch? Wir haben unsere, wie nennen es das? Klangscheiben. Ja genau, unsere Klangscheiben, die programmiert werden müssen. Also am Ende des Spiels, hier hinten, da ist dann das Ende des Spiels, haben wir programmierte Klangscheiben, die dann später in Sagani verwendet werden. Ziel des Spiels ist es, über das Würfeln und schlaue Zusammensetzen der Würfelergebnisse möglichst als erster 4 seiner Scheiben auf die letzte Musterscheibe platziert zu haben. Genau. Wie funktioniert es? Wir haben hier drüben den Startbereich. Dort werden alle Klangscheiben abgelegt. Wenn ich alleine spiele, liegt hier natürlich nur eine. Wenn ich es mit mehreren spiele, wird entsprechend der Spieleranzahl die Klangscheiben verteilt. Das heißt, wenn ich zu zweit spiele, kommt hier eine Scheibe des zweiten Spielers, ein Feld nach vorne, um den Vorteil des Startspielers auszugleichen. Spiele ich zu dritt, bekommt der dritte Spieler hier eine Scheibe nach vorne. Und spiele ich gar zu viert, würde der vierte Spieler 2 Scheiben nach vorne bekommen und hat somit schon mal zumindest bei einem Teil der Scheiben einen Teil der Wegstrecke geschafft. Ja, das ist einfach, um den Startspielervorteil auszugleichen. So, wie funktioniert das Ganze jetzt? Reihum wird gewürfelt. Ich habe hier 7 Würfel. Die 7 Würfel werden einfach mal reingewürfelt. So, und jetzt habe ich, wie oft, grüß dich Thomas, wie oft bei solchen Würfelspielen die Möglichkeit, bis zu 3-mal neu zu würfeln. Und ich darf immer für mich selbst festlegen, welche Würfelergebnisse möchte ich behalten. So, um herauszufinden, welche Würfel ich behalten möchte, muss ich gucken, was brauche ich denn, um vorwärts zu kommen. Es gibt in jeder Landschaft 3 Wege. Weg 1, der direkte Weg, ich schaffe es, einen 4er-Pasch zu würfeln, dann darf ich mit meiner Klangscheibe direkt 1 nach hinten. Klare Sache. Sollte ich es schaffen, einen 3er-Pasch zu würfeln, darf ich den zweiten Weg nutzen bis hierhin. Würde bedeuten, ich brauche in der Folge dann, hier steht's, einen 2er-Pasch, um gar rüber zu kommen. Die andere Option ist, ich würfel einen 2er-Pasch, dann kann ich bis hierhin, brauche dann am Ende noch einen 3er-Pasch, um ans Ende zu kommen. So, das für jede Würfelart, also für die 1er, die 2er, die 3er, die 4er, die 5er und die 6er. Wichtig, müssen wir uns merken, bei 4ern von diesen Scheiben muss ich schaffen, bis ganz runter zu kommen, um das Spiel zu gewinnen.
Geht also nicht um Punktzahl, sondern einfach, wer ist der Erste der vier Scheiben auf der letzten hier Platte platziert hat. So, jetzt müssen wir kurz nachschauen, nicht, dass ich das falsch mache. Und zwar ja, genau. Der Erste, der hier hinten herkommt, deckt das erste Plättchen auf. Ich mache das jetzt einfach mal, ja. Deckt das erste Plättchen auf. Der schwarze Strich muss immer unten liegen. So, und jetzt wird's interessant. Also, das eine ist, ich muss mit meinem Plättchen hier runterkommen zum Tempel. Das nächste ist, ich muss versuchen, dieses Muster mit den Würfeln darzustellen. Dann, wenn ich es geschafft habe, es darzustellen, kann ich hier drauf und der letzte wird aufgedeckt. Dann muss ich auch dieses Muster mit dem nächsten Würfelwurf darstellen, um hier rüber zu kommen und damit die erste Scheibe hinten zu haben. Wie schaffe ich das jetzt? Wie schaffe ich dieses erste Muster? Also, ich würfel, gehen wir mal von aus, das ist das Würfelergebnis. Dann muss ich gucken, wie schaut das Muster aus? Okay, Würfel oder in dem Fall Quader, die übereinander liegen, müssen immer der gleichen Würfelzahl entsprechen. Also in dem Fall dreimal der gleiche Würfel. Und Würfel, die hintereinander liegen, müssen aufsteigend liegen. Langt es aufsteigen oder warte? Heute bedeuten unterschiedliche Augenzahlen. Aufsteigen, genau, aufsteigen ist wichtig. Also in unserem Fall hier heißt das, ich konstruiere das jetzt mal. So, zum Beispiel 1, 1, 1 kann ich hier reinlegen, ja. Und müsste jetzt hier hinten aufsteigend die nächsten nehmen. So. Oh, direkter Folge. Nee, geht gar nicht. Da kann keine 5 rein. Ich brauche 2, 2, sonst wäre es zu einfach. In direkter Folge. Ganz wichtig. Kerstin, hallo. Okay. Wenn ich diese Würfel gewürfelt habe und hier rein basteln kann, habe ich dieses Muster erfüllt, kann hier rauf und das letzte Pattern hier hinten wird umgedreht. Und hier ist es wieder so, in dem Fall brauche ich, um meine Scheibe hier hinzubekommen, alle 5 in einer Reihe. Das heißt, ich müsste hergehen, 1, 2 zum Beispiel. Ich kann natürlich auch bei der 2 anfangen, bei 5, 3, 4 und 5. Wenn ich das hier gewürfelt habe und hier reinlegen kann, bin ich hier und die Scheibe kommt nach hinten. Und wenn ich das bei 4 verschiedenen Tempeln schaffe, also 4 verschiedenen Landschaften, als Erster habe ich gewonnen. Hört sich recht einfach an, aber ich könnte mir vorstellen, da steckt ein bisschen Kniffelei drinnen. Ich drehe die mal so, dass sie richtig sind. Ich da, zack, dass wir die Wolken auch in der richtigen Ausrichtung da liegen haben. Und das war es eigentlich schon, mehr ist es nicht. Ja, also, erstmal würfeln. Bis zu dreimal darf ich das Würfelergebnis verändern. Dabei darf ich bei jedem Mal würfeln vorher bestimmen, welche Würfel ich nochmal würfel. Und auch beim dritten dürfte ich Würfel, die ich im ersten schon mal fixiert habe, nochmal würfeln. Das ist völlig egal. Ich darf auch alle 7 Würfel nochmal würfeln. Das ist völlig Rille. Nur nach dem dritten muss ich nehmen, was ich habe. Mit dem, was ich gewürfelt habe, darf ich hier auf dem Weg auch mit mehreren Scheiben vorwärts gehen. Das ist auch kein Problem. Ja, ich kann sagen, wenn ich zum Beispiel 2 Zweier habe und 3 Vierer, kann ich den Zweier vorrücken und den Vierer vorrücken. Das geht. Ja. Okay, so viel zu den Regeln. Mehr ist es nicht. Ein sehr kleines Spiel, leichte Regeln, aber ich glaube sehr knifflig, werden wir jetzt gleich sehen. Wenn ihr Fragen dazu habt, haut raus. Ansonsten gehe ich wieder in die Mission und wir machen einfach mal eine Party. So, das Let's Play. Natürlich im Solo. Ja, ich habe ja niemanden weiter hier jetzt, der mitspielen könnte. Aber ihr wisst, Uwe Rosenberg hat meistens keine separaten Solo-Regeln, weil Spiele solo entwickelt werden und dann auf mehr Spieler hoch interpoliert. Also ist kein Thema in der Sache. Ich spiele einfach des Kniffelns wegen. Das ist wie, wenn ich mich hier hinsetze und ein Kreuzworträtsel ausfülle. So müsst ihr das sehen. Das ist ein Filler, ein Entspannungsspiel, ich habe am Abend Bock, irgendwas zu machen. Ich setze mich hin. Ob ich jetzt aus einem Heft Logikspielchen mache oder sowas, völlig egal. Ja, in die Richtung geht dieses Spiel. Das ist ganz interessant.
Haben die Würfelabbildungen rechts auf dem Tableau auch eine Bedeutung? Diese hier? Ja. Du warst, glaube ich, noch nicht da, wie ich die Regeln erklärt hatte, wo die Würfel reinkommen. Die hier? Nee, das ist einfach nur für die Optik. Da kann man jetzt hergehen, wenn man gewürfelt hat und hat es fertig, kann man hergehen und die Würfel hier rein verteilen. Um zu sehen, was man gewürfelt hat. Für den Weg hier ist es aber völlig egal. Wichtig ist es später, wenn man die Pattern erfüllen will, dass man die richtig hier reinlegt. Ja? Ansonsten haben die keinerlei Bedeutung. Das ist einfach nur, um leichter zu erkennen, welche Würfel habe ich denn. Mehr ist es nicht. Also ich könnte jetzt hergehen und sagen, okay, ich nutze die zwei Dreier, ja, die lege ich hier rein. Dann gehe ich mit dem Dreier hierher. Ein Dreierpasch. Jetzt gucke ich, was habe ich noch übrig. Ich habe noch zwei Vierer. Ja, ich nutze auch noch die Vierer und gehe hierher. Mehr ist es nicht. Was? Also hier auf dem Weg erstmal nur, um sich ein bisschen zu organisieren. Interessant wird es dann hinten, wenn ich die Patterns erfüllen möchte. Okay, ich würde sagen, wir legen los. Ich beginne. So, das ist doch schon mal genial. Warum? Weil ich habe 1, 2, 3, 4 Dreier, die hebe ich mir auf. Warum? Weil ich mit den Dreiern schon hier hinten bin. Ich habe einen Vierer-Pasch bei Dreiern. Ich bin am Tempel angekommen und kann jetzt erste Pattern umdrehen. Ich darf aber noch zweimal würfeln und ich habe hier noch Würfel. So, was machen wir noch? Ich weiß es gerade nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich könnte jetzt mal blind alle drei nochmal nehmen. Ich habe keine Tendenz. Okay, ich nehme die Zweier. Fühlt sich gut an. Also ich nehme hier noch zwei Zweier. Einmal würfeln darf ich noch, mache ich mit dem. Ist ein Dreier nützt mir nichts. Mehr wie vier Dreier kann ich eh nicht benutzen. Also was mache ich jetzt? Dreierwürfel, Viererpasch ist der untere Weg bis gleich hier hinter. Und bei den Zweiern habe ich einen Zweierpasch, das wäre der obere Weg bis hier. Das heißt, ich brauche jetzt einen Dreierpasch, um hier hinten rin zu kommen. Hier bin ich aber schon hinten, das Pattern darf ich umdrehen. So schaut's aus. Ich brauche, und das ist ganz interessant, weil ich es fast gehabt hätte, ich brauche viermal den gleichen Würfel und einen Würfel eine Stufe höher. Ich dürfte das jetzt auch mit meinen Würfeln gleich legen, wenn ich es denn könnte. Ich kann es fast. Was fehlt ist, da ich an aufsteigender Reihenfolge gehen muss, was fehlt ist die 4. Ich hätte die 4 Dreier, das würde gehen, aber ich habe halt einen Zweier. Ja. Wäre das jetzt eine 4 und ich hätte sie nicht einsetzen können, klar, weil ich brauche ja mindestens einen Zweierpasch, dann hätte ich jetzt hergehen können, dieses Pattern gleich aufbauen und hier rüber gehen. Wäre echt genial gewesen. Kann ich in dem Fall aber nicht. Okay, das war's. Das war schon meine erste Runde. Weiter geht's. Es ist wirklich, man muss das Spielchen ich würde fast sogar sagen, im Solo macht's fast mehr Spaß wie mit mehreren. Keine Ahnung, kann es jetzt sagen, aber so ist es zu sehen, weißt? Hinsetzen abends, oh, ich hab Bock irgendwas zu machen. Kreuzworträtsel, irgendein Logikpuzzle, ich weiß nicht, irgendeinen scheiß Film gucken, nee. Ich tue ein bisschen Würfelpuzzeln. Ja, so ungefähr. Okay, das habe ich gewürfelt. Seht ihr alles, was ich gewürfelt habe? Nee, ne? Machen wir's hier oben. Da seht ihr, was ich gewürfelt habe. Machen wir so, okay? Ich habe 3 Sechser. Guck mal. 3 Sechser finde ich cool. Die nehme ich schon mal. Die save ich mir, weil ein Dreierpasch bei Sechsern ist nicht schlecht. So nämlich. Jetzt könnte ich versuchen... Na gut, dann schaffe ich das Pattern aber auch wieder nicht. Das ist dumm. Also egal, aber ich komme auf jeden Fall hier ein bisschen weiter. Ich brauche 3 Zweier, das könnte ich probieren. Ich nehme einen Zweier und schaue mit meinem zweiten Wurf, dass ich da weiterkomme. Boah, 4 Sechser, okay, check. Mein dritter Wurf, okay, noch einen Zweier, nutzt mir nichts. So, mehr würfeln darf ich nicht, ja. Ist aber nicht schlimm. Ich habe 4 Sechser, das heißt, ich komme mit dem Sechser auch gleich hier runter und darf umdrehen. Oh, nein. Das ist Wahnsinn. Genau das Umgekehrte zu den Dreiern. Vorhin hätte ich das hier geschafft. Ja, weil ich ja die 4 Dreier und einen Zweier hatte. Jetzt habe ich 4 Sechser. Jetzt hätte ich einen Fünfer gebraucht. Dann hätte ich das Pattern erfüllen können. Oh, ist das bitter. Okay, es geht nicht weiter. Ich kann nicht mehr tun. Das heißt, ich nehme die Würfel wieder zurück und mache die nächste Runde. Oberle, kommst du her?
Ich hätte 4 Vierer und einen Fünfer. Schau mal. Bam. 4 Vierer und einen Fünfer. Die lege ich mir hier rein. So. Und einen Fünfer. Zack. Warum? Weil ich jetzt dieses Pattern habe. Ich kann ja noch zweimal würfeln. Ne? Ich mache auf jeden Fall weiter. Vierer und ein Dreier. Der Dreier ist auch nicht schlecht. Dann habe ich dieses Pattern auch. Jetzt muss ich mal kurz nachlesen, ob ich auch zwei Aufgaben gleichzeitig erfüllen darf. Schmieden der Klangscheiben. Leg die Plättchen immer so ab, dass sie sich der Weg unten befinden. Na klar, das haben wir gemacht. Das aufgedeckte Plättchen stellt die nächste Aufgabe dar, die ihr erfüllen müsst. Erfüllt Plättchen bleiben liegen, sind immer noch durch andere Mitspieler erfüllbar. Wenn ihr die Aufgabe auf dem ersten Tempelplättchen erfüllt, setzt ihr eure Klangscheibe auf dieses Plättchen und verfahrt mit dem zweiten Feld in der gleichen Weise. Das Plättchen wird aufgedeckt und ihr versucht, die Aufgabe auf dem Plättchen zu erfüllen. Solltet ihr es mit eurem aktuellen Wurf auch direkt erfüllen können, so dürft ihr dies tun. Aha, also darf ich das machen. Das heißt, ich dürfte den Dreier auch hier hinsetzen. Jetzt kann ich noch einmal würfeln, das ist aber absoluter Quatsch. Obwohl, zwei Dreier habe ich. Bringt mir nichts. Okay, gut. Jetzt, ihr seht's, ich habe einmal dieses L, das ist das da. Ich darf drauf und ich darf umlegen. Und ich habe dieses L, ich darf drauf und darf umlegen. Das ist auch wichtig, bei Vieren muss ich es schaffen. Wenn ich das geschafft habe, ist es gut. Wenn nicht, dann nicht. So, jetzt ist die Frage, darf ich da beliebig lange brauchen? Ja, darf ich. Wer am Ende als erster 4 seiner 6 Klangscheiben auf das letzte Tempelfeld legt. Ja, das ist ja ein lockeres Spielchen nebenher. Insofern kein Problem. Schauen wir mal, ob ich es schaffe. Man könnte jetzt noch rechnen, wie viele Runden brauche ich, um es zu schaffen. Das war jetzt meine dritte, ne? 1, 2. War meine dritte. Die vierte. Wir zählen mal mit, wie viele Runden ich brauche. Okay. Bei den Zweiern bräuchte ich 3 Zweier. Jetzt müssen wir natürlich auch ein bisschen mit gucken, was nutzt einen hier. Ich könnte mir mal die 2 Zweier aufheben, weil ich gern noch einen dritten Zweier hätte, um hier hinzukommen. Was auch nicht schlecht ist, und dann könnte ich eigentlich auch schon das Würfeln aufhören, ne? Naja, weiß ich nicht. Die 3 Fünfer, die 3 Fünfer lege ich mir mal raus. Wobei, jetzt muss man echt gut überlegen. 2, 3, 4, 4. Das könnte ich theoretisch erfüllen. Pass mal auf. Ich nehme mal die 2 Vierer. So. Und werde die 5er nochmal würfeln. Mein zweiter Würfelwurf. Jawohl, schau. Und das wollte ich haben. Da habe ich den Dreier. Damit habe ich dieses Ding hier. Jetzt bräuchte ich noch einen Zweier. Ich darf ja noch einmal würfeln. Warum brauche ich noch einen Zweier? Weil ich hier oben einen Zweierpasch brauche. Ach, schade. Okay, habe ich nicht. Den kann ich nicht vorwärts laufen. Aber ich kann mit dem Vierer hierher. Und ich habe dieses Pattern hier unten. 2, 3 und 4. Damit habe ich eine Klangscheibe hinten und bin da unten schon mal durch. So, nächste Runde. Runde Nummer 5, wenn ich mich nicht getäuscht habe. 1, 2, 3, 4 und den Dreier zweimal. Schau mal, das könnten wir auch noch machen. Es passt gerade echt gut. So ein Kniffel 3.0. 1, 2, 3, 4. So, und den Dreier brauche ich noch einmal. Ich probiere es mal. Ja, schau, check. Da ist der Dreier. Und noch ein Dreier. Den brauche ich ja. Ach nee, warte mal. Dreierpasch. Nee, Dreier bin ich schon durch. Das ist ja blöd. Okay, einmal darf ich noch würfeln. Mal gucken, was ich krieg. Ein 5er und ein 6er nutzt mir nichts. Aber ist egal. Ich habe dieses Pattern erfüllt. 1, 2, 3, 3, 4. Das heißt, ich komme hier rüber und sehr schön läuft. Kerstin, und mit der 5 das andere. Ich habe gerade die 4 MINT-Spiele bestellt. Thomas, ernsthaft? Aber alle 4 gehen feine Solo, ne? Zu spät. Mit der 5 das andere? Ich habe kein Pattern mehr.
weiß nicht, was du gerade meinst. Ich habe keinen Pattern mehr. Oder hattest du hier unten gemeint? Da habe ich natürlich nicht geschaut. Vielleicht hätte ich mit dem hier unten auch den erfüllen können. Da habe ich nicht aufgepasst. Thomas hat alle 4 MINT-Spiele bestellt. Du bist echt der Freak, ey. Aber nochmal, wie gesagt, ne, das sind welche dabei, die haben keinen Solo-Modus. Kerstin, ich hatte es dir vorhin noch geschrieben, zwischen 10 und 15 Euro. Das kommt darauf an, wo du es herbekommst und ob es gerade im Angebot ist. Also es sind recht günstig, sind nicht teuer. So, nächste Runde, auf geht's. Was machen wir? Oh, ich habe meine 3 Zweier. Check. Perfekt. Also die nutze ich auf jeden Fall. Die 3 Zweier, weil ich dann bis hierher komme. So, was brauche ich noch? Ich könnte die Vierer nehmen. Ich könnte mal gucken, ob ich noch einen Vierer hinbekomme. Das heißt, ich würfel mit denen. Jawohl, da ist er schon. Und das war's. Mehr brauche ich nicht. Ich habe 3 Vierer und komme hierher. Ich habe 3 Zweier und komme hierher. Das heißt, ich hätte den und den zur Verfügung. So, müssen wir mal gucken. 2 und 4, das geht nicht. Nee, also okay, die Pattern kann ich damit nicht erfüllen. Aber es ist auch nicht schlimm. Ich kann mich jetzt voll auf die Pattern konzentrieren. 12,50, Thomas, genau, alle 4 gehen solo. Ernsthaft? Aber irgendwas war... Warum hat mich das nicht interessiert, die anderen 2 noch? Ich habe mir die alle... Welche hast du geholt? Mint Bit? Mint Control? 3 sind 1 bis 4 Spieler und 1, 1 bis 5. Welche hast du geholt? So, ich mache erstmal hier. Also, ich brauche... 3-3-3, schau mal, 3-3-3, könnte ich hierher nehmen, 3-3-3, für den und dann einen Vierer, das bedeutet, ich muss noch einen Vierer würfeln, heißt aber auch, ich komme hier nicht drauf, ist aber nicht schlimm, ich konzentriere mich auf 1, und zwar erstmal auf das hier oben. Ja, haben wir doch, den Vierer, guck mal, da ist noch der Vierer, 4-4, wenn ich jetzt noch einen Zweier würfel, ich könnte mir den Einser mal sichern und würfel noch einmal einen Zweier. Nein, ist es nicht. Okay, dann hätte ich das auch geschafft. Aber macht nichts. Ich habe den hier erfüllt, kann hier drauf und kann umdrehen. Okay, alles klar. Das kriegen wir hin. So kleine kann ich leicht auf... Ja, das ist ja das, Thomas. Das ist genau der Punkt. Die lassen sich easy mitnehmen und sind doch... sehr abwechslungsreich und fordernd. Welche 4 hast du? Also welche anderen 2 hast du noch? Wie heißen die? Alt, es war ein 5er. Okay. 2, 3, 5, 5. Schau mal, das würde theoretisch gehen. Ich mache hier mal die 5, 5 hin. Ich habe hier 2, 3. Ich hätte den 6er. Ich brauche jetzt noch einen 4er, dann kann ich. Und einen 1er. Einen 4er und einen 1er. Ich probiere es mal. Oh, den 1er hätte ich schon. Ob ich noch einen 4er hinkriege? Jetzt gehe ich Risiko. Control, Works, Delivery und Cooperative. Achso, Cooperative hast du genommen. Ja, okay. Da gibt es noch ein 5. Das nennt sich Bid. Das ist das Neueste, was jetzt rauskam. Da geht es um Bieten. Da kannst du auf Sachen bieten. Cooperative ist ja kooperatives Spiel und Control, okay, Control wusste ich nicht, dass es ein Solo hat. Auf BGG steht es mit 2 bis drauf. Verpackung geht nicht kaputt, absolut. Komm, eine 4. Ah, Mist, ich habe mich verzockt. 1, 2, 3, 5 und 6 nutzt mir hier nichts. 1, 2, 3, weil die 4 fehlt und hier, ja, es fehlt die 4. Ich habe mich verzockt. Naja gut, war ein Versuch, weiter geht's. Also, ich könnte jetzt mal... Pass auf, ich glaube, das ist vielleicht gescheiter, wenn ich das so mache. Ich nehme die 2 Sechser. 2, 3, 4 und versuche, einen 5er hinzubekommen. 4, 3 und 2. So, ein 5er. Komm, 5. Nein. 5. Oh, der Arsch. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, da fehlt die 5. Na, ja. Naja, es ist blöd, aber es nützt wieder nichts. Hilft mir nichts. Okay, ich habe auf jeden Fall mal die 1 und die 2. So. Dann brauche ich die 3, die 4 und die 5. Das heißt, ich werde die hier nochmal würfeln.
Gibt es bei der Offensive auf Deutsch, aber nur die vier. Ach so, haben die die echt auf Deutsch umgesetzt? Das wusste ich gar nicht. Interessant. Die drei, cool. Die fünf ist auch okay. Ich probiere es weiter. Eine vier und eine fünf. Ich hätte noch eine fünf. Und das war's. Okay, das kann jetzt ein Stück dauern. Ne? Oder, das wäre auch eine Option, ich habe ja zwei Fünfer und ich habe zwei Einser. Ich gehe hier, das habe ich jetzt gar nicht gemacht, und gehe hier. Ich habe ja mehr Möglichkeiten. Ja. Ich muss mich ja jetzt nicht auf die beiden hier versteifen. Okay. Aber jetzt läuft's. 2, 3, 4, 5 und 2 Sechser. Brauche ich gar nicht mehr weitermachen. 2, 3, 4, 5, 6 ist der hier erfüllt. Und den habe ich 2, also 3, 4, 5 und 2 Sechser. Das heißt, ich komme hier drauf und kann den umdrehen. Sehr schön. 2 Sechser nutzen wir nichts. 2 Dreier nutzen wir auch nichts mehr. Da bin ich schon durch. So, jetzt muss ich dieses Pattern erfüllen. Kann ich das machen? Kann ich? Habe ich gleich. Schaut her. 2, 2, 3er, 4 und 5. Damit bin ich durch und das Spiel ist aus. Bumstig. Geile Sache. Macht Spaß. Ist echt lustig. Ein kleines Spiel, aber echt cool. Ja, bin schon fertig. Wusste ich gar nicht, dass es das auf Deutsch bei der Offensive gibt. Guck mal einer an. Finde ich cool. Das finde ich natürlich echt cool. Prost erstmal. Ja. Das war das dritte Spielchen des heutigen Tages. Hat einen ganz anderen Charakter jetzt, ne, als die vorhergehenden, ganz klar. Muss es aber auch an der Stelle, ist eine ganz andere Kategorie. Gehen wir mal in die Intermission und ins Warten. Okay, gut. Ja, dann wird schon stimmen. Fazit. Danach können wir noch ein quatschen. Also, Armonia. Ein neues Spiel aus dem Skellig Verlag. Kein Schwergewicht, sondern eher ein locker leichtes Familienspiel, das wenig Platz braucht, relativ viel Knobelspieltiefe bietet und mit 4 oder auch Solo oder 2 oder 3 Personen gespielt werden kann. Es geht darum, diesmal Würfel so zu kombinieren, dass ich am Ende Erster bin, der 4 Klangscheiben hergestellt hat. Im Solo ist es zu sehen als, ja, ich nenne es gern Filler Game, Entspannungsspiel, könnte man auch dazu sagen, passt zur Musik gerade. Nee, am Abend keine Hafer. Ich habe nachher um 18:30 noch einen Termin mit dem Thomas von Skellig. Genau, wird nichts. Und Silvia kommt dann heim, deswegen sicherlich kein Le Havre, live zumindest nicht. Je nachdem, was die Silvia vorhat, kann sein, dass ich auf dem Discord-Server vorbeischaue. Vielleicht können wir miteinander noch was spielen. Genau, aber ich weiß es noch nicht. Ich muss dann erstmal sehen, wenn die Silvia da ist, was wir vorhaben. Genau, nochmal hier zum Fazit. Also ein Entspannungsspiel. Ein Spiel, das man auch wegen der kleinen Verpackung, ja, da hatten wir es ja heute schon mal drüber, ein Spiel, das leicht überall mitgenommen werden kann, weil es auch nicht viel Platz wegnimmt. Klar, ein bisschen mehr Platz als die Mint-Serie, aber nicht so viel Platz. Es ist schnell aufgebaut, es hat einfache Regeln und es ist quasi, wenn man so möchte, das Brettspiel-Pendant zu einem Kreuzworträtsel oder Logikspielchen. Ja, es gibt ja diese PM-Logik-Hefte, wo ich mich hinsetze und noch ein bisschen rumfummel. Oder ja, ein Kreuzworträtsel eben mache aus einem Heft. Dafür ist so ein Spiel meiner Meinung nach im Solo echt super geeignet. Schaut knuffig aus, hat verschiedene Pattern, die immer wieder anders liegen. Es gibt noch 4 weitere, die jetzt hier gar nicht da sind. Ja, mir gefällt's. 2 Daumen hoch. Ist mal was anderes. Kein Roll and Write, sondern ein Roll and Write. Nicht Write, sondern Write. Also rollen und bewegen. Ja, cool. Ist eine lustige Idee.
Für Kinder gar nicht so falsch als Lerneffekt mit Würfeln, mit Zahlen und vor allem mit dem Kombinieren von Würfeln und Zahlen in bestimmten Formen umzugehen, finde ich cool. Ein schönes Lernspiel an der Stelle noch. Ja, also danke hier an Skellig, dass sie mir die Variante zur Verfügung gestellt haben, das Spiel zur Verfügung gestellt haben. Jo. Finde ich cool. So. Jetzt wollen wir mal bei Control schauen. Ich hatte bei BGG geschaut gehabt und ich bin mir ziemlich sicher, bei BGG stand es mit zwei Personen drin. Mint Control BGG. Oder war es dann doch das Mint Bit? Ja, hier 2 bis 4 Spieler steht auf BGG. Ja, das ist das, was mich ein bisschen irritiert. Aber okay. Ja, wer weiß. Bei Control geht es um Einfluss als Mechanik. Und das andere, was du hast, ist Cooperative. Schauen wir da nochmal. Mint Kooperativ. Da ist es aus 2020, vom letzten Jahr. Das steht 1 bis 4, genau, es ist ein kooperatives Spiel und da ist eben das Kooperative die Mechanik. The player will be collectively trying to defeat the villain by making it through all of the mayhem cards. Genau, da geht's drum, Kampf quasi, kollektiv die Bedrohung besiegen. Auch nicht schlecht. Wenn es nicht solo geht, macht es auch nichts. Ja, wie gesagt, also ich glaube dir, wenn bei der Offensive steht, es geht solo, dann wird es schon funktionieren. Ne? I don't know. Also bei BGG steht 2 bis... Aber wie gesagt, es muss nicht stimmen, was bei BGG steht, um Gottes Willen. Ja, cool. Also auf jeden Fall wunderschöne Serie. Es gibt deren 5. Das letzte, Mint Bit. Ein Beat-Spiel, kam erst 2021 auf Kickstarter. Aber kommen alle 5 eben in diesem Mini-Style hier, ne? So wie wir es hier jetzt haben, in diesem Format. Und das ist schon echt cool zu mitnehmen. Ja, definitiv. Genauso cool wie auch dieses Armonia aus dem Hause Skellig von Uwe Rosenberg. Ein sehr schönes kleines Spielchen für zwischendurch ist. Leicht knobelig, nicht zu schwer, bisschen glückslastig. Klar, keine Frage, Würfel sind dabei. Logisch, dass es glückslastig ist, ne? Aber hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, und damit bin ich durch für heute. 17:08 Uhr, sehr schön, habe ich noch ein bisschen Freizeit bis 18:30 Uhr. Da habe ich dann den nächsten Termin mit dem Thomas von Skellig Games, der gerade ein Spiel entwickelt. Und das werde ich mir mal anschauen, zumindest den Solo davon. Okay, so viel zu dem hier. Das war's. Ich hoffe natürlich auch hier wieder, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Like da lassen, abonnieren, weiterempfehlen. Was Twitch angeht, gerne auch einen Follow dalassen oder mit Twitch Prime den Kanal unterstützen. Ich bin nicht davon abhängig, aber ich freue mich natürlich immer, wenn das, was ich tue, entsprechend honoriert wird. Wer macht das nicht, ist klar. Genau. Thomas, es kann sich bei Offensive wer verschrieben haben, kann auch sein. Ja, sowohl als auch bei BGG oder bei der Offensive, weiß man immer nicht. Aber guck das an, ist nicht so schlimm. Kostet ja nicht viel, insofern ist nicht so dramatisch. Ja, noch mal eine eigene Sache. Wir haben es vorhin schon bei den anderen Streams. Ihr habt hier unten, wo meine Hände gerade durchlaufen, den Link zu meinem Brettspiel Live Discord-Server. Und ganz wichtig, Leute, kommt drauf auf den Server und vor allem kommt nicht nur drauf, sondern nutzt diesen Discord-Server, wie man einen Discord-Server nutzen sollte, als Plattform, als Markt, um miteinander zu kommunizieren über das schöne Hobby Brettspiele oder auch andere Dinge, völlig egal, um miteinander zu spielen, Spaß zu haben und vielleicht neue Freunde, Bekannte und Spielpartner zu finden. Denn wir spielen hier regelmäßig, jeden Montag ab 20 Uhr ist Spieletreff. Es sind von mir immer diverse Lernpartien angeboten zu aktuellen Spielen, zu älteren Spielen, aber vor allem auch zu Spielen, die noch gar nicht auf dem Markt sind. Die zeige ich euch, die lerne ich euch, die spielen wir miteinander.
Wir spielen auf allen Plattformen live, also indem man sich trifft, miteinander spricht und gleichzeitig spielt oder rundenbasiert über mehrere Tage. Wie ihr möchtet, alles ist möglich. Kommt drauf, kostet nichts, ist ein kostenfreies Angebot von mir für euch, meine Community. So, Hammers. Ja, wie geht's weiter? Ich bin mir jetzt gerade nicht so hundertprozentig sicher, aber wahrscheinlich morgen Abend 20:30 auf Twitch mit dem Espresso Junkie die nächste Runde PUBG. Läuft gerade ein bisschen suboptimal. Vielleicht könnte sein, dass wir nicht allzu lang PUBG spielen und dann umschalten auf vielleicht Wreckfest. Müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall rein auf Twitch, nicht auf YouTube. Das nächste habe ich dann angesetzt. Was ist denn? Was läuft denn? Was kommt denn auf dem Kanal? Ich weiß es gerade gar nicht. Lass mich mal gucken. Ich muss mir in meinen eigenen Kanal reinschauen, was ich geplant habe. Ich muss ja oft wechseln. Familie, 40-Stunden-Job lässt sich manchmal nicht anders machen. Das heißt, ich gucke mal kurz. Warte, Kanal, meiner, läuft gerade live. Oh, wieder ein neuer Abonnent. 989. Leute, ihr seid so geil. Finde ich riesig. Die 1000 rückt immer näher. Das ist ja mein großes Ziel. Weil ab 1000 Abonnenten darf ich live mit dem Handy streamen. Also zum Beispiel sollte ich die 1000 schaffen, bis Essen dran ist und ich mich dazu entscheiden sollte, auf die Spiel nach Essen zu fahren, was immer noch nicht hundertprozentig feststeht, dann könnte ich von dort live streamen. Das wäre geil. Jo, Sönke, ja, habe ich gesehen. Vielen, vielen lieben Dank. Schleswig-Holstein, boah, weit weg von mir, aber macht nichts. Alle sind herzlich willkommen. Freut mich tierisch, dankeschön. Ja, genau, ich wollte schauen, wie geht's weiter, um Gottes Willen. Also, geplant habe ich jetzt Le Havre, was eigentlich gestern kommen sollte, aber ich war gestern so platt. Ich war relativ zeitig dann im Bett. Ist jetzt geplant für den 22.09. 20.30 Uhr, das ist nächste Woche Mittwoch, wenn mich nicht alles täuscht. Kann das sein? Ja, ich glaube. Oder 25.09. Tapestries, kann sein, dass ich das nochmal verschiebe, weil... Ich habe gerade keinen Bock auf Tapestry, sorry dafür. Ich werde es auf jeden Fall bringen, keine Frage. Aber ich habe ja gerade auch City of Crowns bekommen. Ich zeige es euch nochmal, hier ist es. Die erste Erweiterung zu Paladine. Naja, ich habe da mehr Bock drauf gerade. Das heißt, es kann sein, dass ich da einen Termin nochmal verschiebe und dieses hier zwischenschiebe und euch die Erweiterung der Paladine zeige. Ja, muss ich mal gucken. Habe ich gerade mehr Bock drauf. Es ist leider so. Ja. Und jetzt geht Richtung Essen. Es sind viele Kickstarter, die überfällig sind, sind angekündigt, dass die jetzt demnächst ausgeliefert werden oder vielleicht sogar schon unterwegs sind. Also da kann sich jederzeit was tun. Noch dazu, ich habe ein Schnäppchen geschossen. Und zwar hat... War das gestern? Ich glaube, gestern auf dem Discord-Server hat ein aufmerksames Mitglied der Community gepostet, dass Milan-Spiele sehr viele Angebote aktuell hat. Das sind über 600 Angebote. Ich habe alle 600, ich glaube 41 waren es, alle 600 Angebote habe ich durchgeschaut und habe sogar ein Spiel gefunden, wo ich sage, boah, geil. Hat mich eigentlich schon immer interessiert, muss man ehrlicherweise sagen, aber aufgrund des sehr hohen Preises, zumindest für mein Verständnis, habe ich dann nie zugelangt. Und jetzt war es soweit. Ich habe bei Milan dieses Spiel bestellt und habe auf dem Discord-Server ein Gewinnspiel aufgemacht. Wer es schafft, zu erraten, welches der Angebote ich bestellt habe, bekommt von mir der Unterhändler mit 5 Erweiterungen. Thomas, wetten, dass du sie brauchst. Ja, genau, also ihr seid herzlich dazu eingeladen, kommt auf den Brettspiel Live Discord Server und ratet mit, schaut bei Milan, was gibt's für Spiele. Kleiner Tipp, wer meinen Kanal etwas länger schon anschaut, mir zuschaut, zuhört vor allem, wird es, glaube ich, relativ einfach haben, rauszufinden, welches Spiel ich mir bestellt habe. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Wer den Kanal kennt, weiß, glaube ich, auch bei 600 Titeln, welches ist das Spiel, das ich mir gekauft habe. Ich denke, ja. Genau, das war's. Ja, so viel zu dem Thema. Sind wir durch.
drei geile Spiele heute auf dem Tisch gehabt. Mintworks, Mint Delivery und zum Schluss Armonia, ein ganz neues aus dem Hause Skellig Games. Alles drei kleine Spiele. Spiele, die man, wenn man wegfährt, mitnehmen kann und wenig Platz brauchen, die man alleine spielen kann, aber auch mit anderen zusammenspielen kann. Geile Sache. Was will man mehr von dem Spiel? Ja, das ist wirklich so. Man muss nicht immer nur die richtigen Brocken spielen. Aller, ich sag jetzt mal Gloomhaven, werdet ihr bei mir auf dem Kanal nicht sehen, ist klar. Aber ich muss es mal gesagt haben. Oder die großen Euros von Lacerda, von Turchi, von Tascini, von Rosenberg oder was auch immer. Völlig egal. Es geht auch mal was Kleines für zwischendurch. Ja, und das war das Schlusswort. Thomas, wenn es was Gescheites zu gewinnen gibt, würde ich mitmachen. Ey, komm. Also, heuche mal. Unterhändler mit 5 Erweiterungen. Wenn das nichts Gescheites ist, dann weiß ich vorher auch nicht. Ja. Thomas, kannst du mal ein Bild von deinen Spielregeln posten? Ein Bild von den vom Spielregal! Ach so. Ja. Lustigerweise könnte ich euch kein Bild von meinem Spielregal posten, weil ich es in 1, 2, 3, in 4 verschiedenen Regalen und Schränken alles drinnen habe. Ich könnte euch da kein Bild, deswegen setze ich mich auch nicht Mainstream-mäßig wie alle anderen Twitcher oder YouTuber vor ein gefülltes Spieleregal. Also zum einen finde ich es absolut Schwachsinn, was soll's. Zum anderen, ich könnte es gar nicht, weil ich es nicht habe. Geil. Da siehst nur die Hälfte, der Kasten ist 60 cm tief. Ja, Thomas stapelt hintereinander. Ja, kann man auch machen. Sehr schön. So, ich trinke mal noch einen, dann ist Schluss für heute. Prost. Vielleicht, wie gesagt, ich weiß es nicht, es kann sein, dass wir uns nachher noch auf dem Discord-Server treffen können, um ein bisschen was miteinander zu spielen. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt noch einen Termin, dann ist Essen angesagt mit der Silvia und mal schauen, ob die Silvia was vorhat. Spiele in Zweierreihe. Habe ich aber auch. Ich habe auch Spiele ganz normal im Regal und davor dann noch eins oder zwei, je nachdem, wie dick die dahinter sind. Geht nicht anders. Ja, Prost. So, jetzt nochmal endgültig. Verabschiedung. Macht's gut. Tschüss. Ich bin raus. Wenn wir uns nicht mehr sehen, schönes Wochenende, schönen Start in die nächste Woche. Und denkt dran, Montagabend 20 Uhr Spieletreff auf Brettspiel Live auf dem Discord-Server. Montag läuft. Als Lernpartie Tor Dice. Können man zu 10 spielen. Wir sind aktuell nur 4 oder 5. Da ist noch Platz. Also, kommt drauf. Nee, hier. Da. Hier. Kommt drauf, da ist der Link zum Discord-Server und macht mit. Kostet nichts, wir beißen nicht. Wir haben uns alle lieb. Piep, piep und tschüss. Ich bin raus. Ich laber jetzt schon, ich merk's. Es ist Ende, ja. Bringt alles nichts mehr, ne?
überlebt.